Hallo zu einem neuen Vlog und ja, heute ist Samstag, wir haben mittlerweile schon wieder abends, das seht ihr wahrscheinlich mal wieder am Licht, ihr kennt es ja nicht anders von mir. Und ja, ich bin gerade am Videoschneiden und ja, das wird jetzt noch eine Weile dauern und danach muss ich noch, je nachdem wie spät es ist, anfangen zu lernen, denn ich schreibe am Montag eine Abschlussarbeit und die darf ich nicht verhauen. Und da das echt mega viel ist, also sollte ich heute schon mal anfangen, nicht wahr? Und ja, also, ja, keine Ahnung, ich habe dazu keine Worte und ich muss am Montag auch noch zum Zahnarzt. Und im Übrigen lese ich gerade das Buch hier, und zwar Girl Online von Zoella. Das Buch habe ich schon seit fast 2 Jahren in meinem Schrank liegen, aber egal, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Aber jetzt lese ich es gerade und mega cool. Ich weiß, es sind schon noch 2 weitere Teile erschienen, aber egal. Ich bin gerade aus der Schule zurückgekommen und ja, ich hatte heute ein bisschen früher Schluss, weil unser Lehrer nicht da war und deswegen wurde auch unsere Abschlussarbeit verschoben, was sehr gut ist. Und ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und dann habe ich heute Abend noch einen Termin. Das ist zwar jetzt ein bisschen doof, weil ich jetzt 4 Stunden Zeit habe und dann abends noch einen Termin habe, was irgendwie doof ist. Keine Ahnung, kann ich mich nicht so richtig hinchillen, weil ich dann später nochmal los muss. Und ja, morgen werde ich noch ein Video drehen, wenn ich von Arbeit komme. Und ja, könnte ich zwar jetzt machen, aber ich wollte die Zeit jetzt genießen, die ich jetzt gerade habe. Und ja, ich werde jetzt lesen. Mein Buch Girl Online habe ich fertig, war sehr, sehr gut. Werde ich mir wahrscheinlich bald die nächsten 2 Teile holen. Und jetzt lese ich gerade das hier. Das, ja, ist so ein bisschen anders. kann ich jetzt nicht so ganz erklären. Und im Übrigen schneit es die ganzen Tage mega. Also heute liegt auch noch Schnee. Und es ist sehr, 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 sehr kalt. Also es ist wirklich verdammt kalt. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch jetzt das Video drehe. Aber irgendwie habe ich keine Lust. Aber meine Videos hochladen muss ich auf jeden Fall noch. Genau. Wir haben mittlerweile schon Donnerstag und ich habe mich irgendwie die ganze Woche nicht so wirklich gemeldet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich am Dienstag meine Videos gedreht. Deswegen stehen auch noch meine 2 Softboxen, weil ich demnächst wieder Videos drehen werde. Und heute war ich in der Stadt unterwegs und habe mir ein paar coole Sachen gekauft. Ja, zuerst zeige ich euch das hier. Und zwar war das in so einem Dekoladen bei uns, und zwar ist das so eine Vase, aber das kann man ja für alles Mögliche benutzen. Auf jeden Fall sieht die sehr cool aus und hat plus 2,99 gekostet. Und dann habe ich mir von Revolution eine richtig, richtig schöne Palette gekauft, und zwar eine Blush-Palette. Und zwar die Hot Spice, sieht so aus, und hier sind diese Farben drin. Die sind mega, mega, mega schön. Es gab noch eine mit mehr knalligeren Tönen, das war aber nicht so meins. Und noch eins mit dunkleren Tönen, das war auch nicht so meins, aber die war richtig mega, mega schön. Hat 7,99 € gekostet, dachte ich mir, gönne ich mir einfach mal. Und dann habe ich mir von Revolution das Fixing Spray gekauft. Das ist das hier. Das war bei 6,49 €, glaube ich, auch ziemlich teuer. Ich habe auch gespaltene Meinungen davon gelesen, deswegen bin ich mal gespannt. Also sieht auf jeden Fall so aus. Und dann habe ich mir noch von Astor den Perfect Day 24-Stunden Concealer gekauft. Warum sollte ich es jetzt nicht runterwerfen? Und zwar, ja, sieht er halt so aus. Und bin ich mal gespannt, wie der so ist. Den wollte ich schon ewig testen. Der hat übrigens 6-7 € gekostet, weiß ich nicht mehr genau. Und ja, ist dadurch,
Das ist so wenig. Es lohnt sich dann natürlich kein extra Haul. Deswegen zeige ich euch das hier in diesem Vlog. Auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich schon mega, das alles zu benutzen. Werde ich morgen auch wahrscheinlich gleich. Und ja, ich lese zwar hier gerade dieses Buch. Allerdings werde ich ein anderes anfangen, weil irgendwie ist das ein bisschen komisch. Das werde ich auch mal anders mal lesen. Und ja, morgen ist schon Freitag. Morgen hat meine Oma Geburtstag. Und ja, genau. Ja, mehr habe ich jetzt irgendwie nicht mehr zu erzählen. Ach so, und übrigens habe ich mir noch von Febreze Vanilla Latte gekauft. Das riecht mega gut. Deswegen habe ich mir das einfach für mein Zimmer hier gekauft. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch ein paar Sachen. Wir haben heute Freitag und ich war gerade die ganze Zeit bei meiner Oma, weil die ja heute Geburtstag hat. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gestern schon gesagt habe, keine Ahnung. Und ja, ich habe mir heute noch ein neues Buch gekauft und zwar das hier von Katrin Lange, Septembermädchen. Das ist von Arena, die Thriller. Die sind mega, mega gut, deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir mal noch eins, weil ich meine, ich habe noch keine Bücher. Und dann habe ich mir das hier noch gekauft und zwar ist das mal was zu essen. Ich komme gerade nicht auf das Wort, wie diese Nudeln heißen. Es sagt immer jeder, aber ich habe es vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall sind das die Top-Ramen-Huhn, also diese Asia-China-Nudeln mit Huhn-Geschmack. Ich freue mich schon mega, das zu essen. Aber heute habe ich genug gegessen. Und ja, im Übrigen habe ich mir noch ein neues Haarspray gekauft. Weil ihr vielleicht, wenn mein Aufgebraucht-Video gesehen habt, ich teste ja sehr viele Haarsprays. Und jetzt habe ich mich mal für das entschieden. Und zwar von Pantene Pro-V dieses Jahr in der Stärke 5. Ich hoffe, das bringt mal irgendwas. Und ja, morgen muss ich arbeiten und morgen hat auch meine Mutter Geburtstag. Ja, 1000 Geburtstage, ich weiß. Und ja, jetzt werde ich mich wahrscheinlich Bett fertig machen und dann ins Bett legen und lesen. Ich lese jetzt übrigens, also ich habe das andere Buch jetzt aufgehört und habe ich das gezeigt? Keine Ahnung, auf jeden Fall lese ich jetzt gerade das hier. Von Dofan Ranst, wir retten Leben, sagt mein Vater. Und ja, ich habe es erst angefangen, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Was heißt die Tage? Der Vlog kommt am Dienstag online, das heißt, ich muss den auch noch schneiden. Okay. So, wir haben jetzt auch den Geburtstag von meiner Mutti fertig. Also es sind gerade alle gegangen. Und jetzt bin ich gerade wieder hochgegangen und ich muss jetzt noch meine Videos alle schneiden. Ja, also den Vlog und mein Hauptvideo. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern, damit bin ich noch eine Weile beschäftigt. Oh, und ich setze mich jetzt hin. Und ja, ich wollte den Vlog jetzt beenden, damit ich wieder einen neuen anfangen kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social-Media-Seiten findet ihr natürlich alle in der Infobox. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und ja, dann hoffe ich, ich sehe euch zu meinem nächsten Video wieder. Und ach so, Moment, ich habe heute noch richtig schöne Ohrringe bekommen. Und zwar sehen die so aus, kann man die irgendwie sehen. Sind so feine Plätterchen. Sehen mega schön aus. Hab ich mich mega drüber gefreut. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und tschüss!